Wir haben jetzt hier zum Interview Ole Bischoff, amtierenden Olympiasieger Judoka. Was denken Sie, wenn Sie an den 12. August 2008 denken, an Ihren Olympiasieg? Ja, das war natürlich Wahnsinn. Jetzt ist genau ein Jahr her und ja, natürlich weiß ich, was jetzt alles passiert ist im letzten Jahr, aber es war unglaublich, so viel schöne und bewegende Sachen, die ich da kennenlernen durfte. Und der 12. August ist einfach der Tag, wo, ja, wo sich mein Leben verändert hat. Nochmal ein Tick besser, wie es davor schon war. Inwiefern hat sich denn Ihr Leben verändert nach dem Olympiasieg? Na gut, einmal natürlich die Medien, ich stehe mehr in der Öffentlichkeit, auch die anderen Judokas achten mehr auf mich, aber das Wichtige ist eigentlich für mich selber, dass ich weiß, hey, ich kann es schaffen, wenn ich was wirklich will, wenn ich hart dafür arbeite, wenn ich mehrere Jahre für hart arbeite, dann kriege ich das hin und anscheinend habe ich auch ein Talent für Judo und das gibt mir natürlich ein Selbstbewusstsein. Hat Sie die Olympiasieg reich gemacht? Naja, reich ist relativ, glücklich auf jeden Fall. Ich habe auch Sponsoren gefunden, mehrere kleine Sachen und so, dass es für mich zusammen reicht. Gab es denn auch unangenehme Folgen im Zuge des Olympiasiegs? Ach, so Kleinigkeiten, aber wenn man sich über Kleinigkeiten aufregt, dann verliert man das große Ganze und dann möchte ich eigentlich gar nicht so davon reden. Also der Olympiasieg ist so viel mehr wert, der ist so viel größer, ja, den will ich jetzt nicht durch Kleinigkeiten da irgendwie madig machen. Wo liegt denn Ihre Goldmedaille jetzt bei Ihnen? Zurzeit liegt sie in der Schatulle zu Hause, in meiner Wohnung. Es ist so, dass ich sie noch ziemlich häufig mitnehme. Ich gebe häufig Training, Kindertraining, Gasttraining, Lehrgänge. Das heißt, ich tour durch Deutschland an ausgewählten Tagen. Und dann sind natürlich alle heiß, die Medaille mal zu sehen, anzufassen. Und ja, nicht nur Kinder, auch Jugendliche, Erwachsene, die wollen einfach mal das Anfassen machen, ein bisschen dran rumkratzen. Dann denke ich immer, oh nee, jetzt kratze ich das ganze Gold weg. Und deswegen ist sie in der Schatulle und nicht aufgehängt. Ende letzten Jahres hatten Sie einen Empfang bei der Bundeskanzlerin Angela Merkel. Ist die Kanzlerin Judo-Fan? Kennt sie sich aus und hat sie ihren Kampf gesehen? Ob sie den Kampf gesehen hat, weiß ich nicht. Könnte ich mir vorstellen. Ging ja stark um die Medien. Aber sie ist definitiv kein Experte für Judo. Da ist, glaube ich, Wladimir Putin schon informierter. Nach Ihrem Triumph, ist es Ihnen schwer gefallen, wieder in das Training einzusteigen? Nicht so wirklich schwer. Am Anfang waren natürlich viele andere Sachen, die ich gemacht habe, aber wenn man so viel Judo trainiert hat, wie ich in den letzten Jahren, das ist also über 15, 20 Jahre, so oft auf die Matte gehen, irgendwann mal kommt das Gefühl, okay, jetzt gehört es wieder, dass ich ins Training gehe und dann will man sich wieder messen mit den anderen und ja, ich habe einen relativ soften Einstieg gemacht und dann war es okay. Inwiefern glauben Sie denn, hat Ihr Sieg den Judo-Sport insgesamt in Deutschland verändert? Ja, Erfolge sind für jede Sportart wichtig. Ja, ohne Erfolge ist es wird's langweilig und die Leute sind auch dran interessiert. Und ja, wir haben jetzt 5 Goldmedaillen in Deutschland insgesamt, ja, über die gesamte Lebensdauer. Und es ist bestimmt ein wichtiger Baustein. Ob es jetzt das Ausschlaggebende ist, weiß ich nicht. Ja, Judo hat viel zu bieten, das ist ein kleiner Baustein. Wir stehen ja jetzt kurz vor der Weltmeisterschaft. Wie ist denn der Stand Ihrer Vorbereitung? Ja, heute ist der letzte Tag von unserer Vorbereitung hier in Kienbaum, die unmittelbare Wettkampfvorbereitung. Das heißt, ich bin ziemlich platt, ich bin ziemlich müde. Man sieht auch, ich habe einen langen Bart. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt noch abrasieren werde vom Wettkampf. Aber ich denke, wenn ich jetzt meine Erholung habe, dann ja, bin ich fit, bereit, nicht verletzt und dann kann es losgehen. Anfang des Jahres gab es einen Trainerwechsel. Sie haben jetzt einen neuen Bundestrainer, Detlef Wulch. Inwiefern hat sich die Zusammenarbeit verändert durch den Trainerwechsel? Ja gut, ich wohne ja in Köln, der alte Bundestrainer kam auch aus Köln, Frank Wienicke, mit dem habe ich lange zusammengearbeitet. Der neue Bundestrainer kommt aus Berlin, ja, und dann ist natürlich eine räumliche Trennung da. Das ist mal im täglichen Trainingsbetrieb, sieht man sich halt nicht, man sieht sich auf Lehrgängen, auf Trainingslagern im In- und Ausland, wir sind viel unterwegs, aber es, ja, der Kontakt muss halt aktiv gehalten werden. Ja. Man geht nicht einfach mehr ins Training und sagt, okay, Bundestrainer, was machen wir, sondern ja, man muss sich gegenseitig suchen. Was denken Sie, ist der deutschen Mannschaft insgesamt bei den Weltmeisterschaften zuzutrauen? Puh, ja, also Männer und Frauen. Wir haben ein Team von 14 Athleten. Ja. Es gibt 7 Gewichtsklassen bei den Männern, 7 bei den Frauen. Und ich bin mir sicher, dass wir die eine oder andere Medaille holen werden. Und ich selber möchte am Schluss auch nicht den 5. Platz schönreden. Ja. Ich will wirklich mein Bestes geben. Das Kampfsport kann alles passieren. Da kann man auch in der ersten Runde rausfallen. Aber ich will nach vorne natürlich. Wir sind jetzt kurz vor Ihrem 30. Geburtstag. Wie lange kann man denn als Judoka aktiv und erfolgreich sein? Ich bin fit. Ich
Ich habe keine körperlichen Gebrechen oder irgendwas anderes. Meine Familie, meine Freunde unterstützen mich alle beim Judo. Das heißt, von daher habe ich überhaupt keine Probleme. Ich könnte noch ziemlich lang weitermachen. Die andere Frage ist natürlich, wie lange die Motivation hält. Ist ein Kampfsport. Man muss richtig hart trainieren. Man kann sich nicht rausnehmen. Irgendwo ist auch ein Verschleiß da. Und dann wartet noch irgendwo ein Beruf. Und dann geht es für mich irgendwann mal zu sagen, okay, jetzt ist Judo vorbei und jetzt fängt der Beruf an. Wann genau, weiß ich noch nicht. Also Sie wollen dem Judo-Sport nach Ihrem aktiven Karriereende dann nicht treu bleiben? Also ich finde, Judo ist so ein toller Sport. Irgendwo werde ich auf jeden Fall meinen Platz finden. Wenn auch nicht mehr als Athlet, dann werde ich vielleicht als Trainer, als Funktionär, als Gasttrainer oder vielleicht als Vater oder so, werde ich immer noch der Judo-Familie erhalten bleiben, ob sie es will oder nicht. Sind denn die Olympischen Spiele 2012 noch ein Thema für Sie? Ja gut, wir denken natürlich immer in 4-Jahreszyklen im olympischen Sport. 2012 sind noch 3 Jahre. Muss ich echt mal schauen. Also ich denke jetzt von Jahr zu Jahr. Wenn es gut läuft, ja. Wenn nicht, dann nicht. Eine private Frage muss ich Ihnen noch stellen. Es wird gemunkelt, dass bald bei Ihnen die Hochzeitsglocken läuten. Ist das korrekt? Nein, also die Frage wird von außen eigentlich auch nicht so häufig gestellt. Dann danke ich Ihnen vielmals für das Interview und wünsche Ihnen für die Weltmeisterschaften alles Gute. Dankeschön. Einen schönen Tag.